Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chartflash für Donnerstag, den 22. Dezember. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Thema erst einmal der DAX. Aber wir schauen uns auch alles das an, was momentan den DAX bewegt oder, wenn wir uns diesen Chart auf 15-Minuten-Basis ansehen, eben nicht bewegt. Hier begann die laufende Handelswoche. Das war der große Verfalltermin für Futures und Optionen vergangenen Freitag und seitdem hat der DAX gerade mal ein 0,5% zulegen können im Kriechgang. Und nur der Dienstag hat ein bisschen Dynamik gebracht, ansonsten tut sich nichts mehr. Die Frage ist das vorweihnachtliche Ruhe oder aber ist es einfach Käufermangel? Versucht man einfach nur, dieses erreichte Niveau irgendwie in den Jahresultimo zu retten, um hier doch noch ein einigermaßen taugliches Plus seitens der institutionellen Investoren wie Fonds, Versicherungen zu erzwingen? Oder aber ist es einfach nur eine Verschnaufpause, bevor weitere Käufer dann zugreifen? Nun, die charttechnische Konstellation ist nach wie vor natürlich eine ungewöhnliche. Diese gewaltige Rallye, basierend eigentlich auf nichts, was man rational greifen könnte, und die daraus entstandene massiv überkaufte Situation der markttechnischen Indikatoren, hier wieder der Blick auf den RSI, bei zugleich sukzessive abnehmenden Umsätzen. Tja, das ist eine knifflige Situation. Wenn es weiter nach oben gehen soll, dann über das übliche Window-Dressing der Fonds mal hinaus betrachtet, das natürlich in der kommenden Woche auftauchen kann, dann braucht es eben positive Impulse. Seitens Konjunkturdaten, da tut sich aber eher wenig. Seitens der Notenbanken, da tut sich überhaupt nichts, weil die haben jetzt erstmal Weihnachtspause und erst frühestens im Ende Januar kommen dann neue Impulse von EZB oder der US-Notenbank. Und dann bliebe eben noch das übliche Rahmengeschehen. Gold, Rohöl, Euro-Dollar. Was tut sich da? Oder eben auch bei der Wall Street. Nun, bei Euro-Dollar tut sich nichts gerade Positives, denn wir hatten heute Morgen schon einen Blick auf den Kurs geworfen. Jetzt geht's weiter rauf. Jetzt ist von unten kommend die jetzt zu Widerstand gewordene Zone 10462, 10523 erreicht. Das ist noch kein klarer Indikator für einen größeren Aufwärtsimpuls. Immerhin ist das ja nur eine Gegenreaktion an ein vorher nach unten durchbrochenes Support-Level. Das ist einfach ein Pullback. Aber ob es nun tatsächlich zu erneuten Abgaben kommt Richtung Parität oder aber hier etwas mehr daraus entsteht, ist eben noch offen. Kurzfristig ist das zumindest mal kein Argument, um beim DAX kräftig bei den Exporttiteln zum Beispiel zuzugreifen. Und beim Goldpreis tut sich ebenfalls nichts. Der wartet auf irgendeinen Impuls von Euro-Dollar oder den Aktienmärkten. Da traut man sich auch nicht mehr ran, nachdem jetzt eine zeitweise sich im Jahresverlauf ja grandios erscheinende Performance nun doch mehr oder weniger zerschlagen wurde. Wir sehen, hier startete der Goldpreis, das war der erste Kurseröffnung bei 1061 Dollar. Hier sind wir jetzt bei 11, knapp 31. Das heißt, von diesem kräftigen Kursplus ist jetzt Richtung Jahresende einfach nichts mehr geblieben. Und die Wall Street, naja, da sehen wir den Dow Jones, wieder nichts. Wir hatten es ja schon beschrieben, man will behutsam an die 20.000 rangehen, damit da ja keine Gewinnmitnahmen ausgelöst werden, wenn dieses Kursziel, diese runde Marke erreicht ist. Wir pendeln schon seit Tagen hier unter der Marke herum. Bis auf 19.988 war man am Dienstag gekommen, gestern am Mittwoch auf 19.987 Punkte. Es ist ein Drama vor dem Herrn, aber es kann eben jederzeit sein, dass man hier noch den Break versucht, möglicherweise heute oder morgen, dass man sagt, Weihnachten über 20.000. Ach, das macht doch die Anleger glücklich. Ob das dann von Dauer sein wird, ist die Frage. Wie gesagt, der Trick wäre, gleich mit riesem Schwung drüber zu gehen. Im Moment machen die Futures noch nicht den Eindruck, dass sich da was tut, aber das hat auch nichts zu sagen, denn die US-Akteure sind ja noch nicht am Ball. Da geht es eigentlich erst so ab 14 Uhr unserer Zeit los. Warten wir es mal ab. Vielleicht kommt da die Bescherung von der Wall Street, die dann den DAX weiter nach oben trägt, aber kurzfristig wäre dann noch ein bisschen Luft. Nach unten ist die aber größer und so gesehen
warten wir lieber mal ab, bevor wir uns da ins laufende Geschehen mit einem Neuengagement einmischen würden. Der Blick auf den gesamten heutigen Handel und die Wall Street kommt dann morgen früh in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call und der Morning Mail. Nächster Chartflash auch morgen Mittag um 1 und bis dahin, schönen Donnerstag und machen Sie es gut.